Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal haben wir alle Schiffsteile beim stillen Ufern gefunden. Da hatten wir sehr, sehr viel Erfolg. Ging ja recht schnell, das zusammen. Und heute wollen wir die letzten Schiffsteile im Heldenversteck einsammeln, dann haben wir Olimas Tagebuch so gesehen abgeschlossen. Also wir haben ja auch bisher alle Zwiebeln, alle Schiffsteile. Es fehlen halt wirklich jetzt nur noch hier im Heldenversteck. Und dann sollten wir eigentlich das freischalten, was wir hier die ganze Zeit über dieses Tagebuch freischalten wollen. Nämlich die zwei letzten Zwiebeln, die man holen kann. Damit wir auch den Goldbahn zum Beispiel auch mitnehmen können. Ich würde einfach sagen, nicht weiter drum herum reden, ab ins Heldenversteck. Wir sind an der Stelle, wo das Spiel angefangen hat, ne? Ja, hier hatte das Spiel angefangen. Etwas an diesem Gebiet unterscheidet sich von den Orten, die wir bisher entdeckt haben. Wartet, wo lauft ihr denn hin? Die haben ihre eigenen Ziele. Das ist kein gutes Zeichen. Pikmin laufen nicht einfach so weg. Ich sollte sie wohl zu mir zurückrufen, bevor ich mich auf die Suche nach dem fehlenden Schiffsteil mache. Na gut, let's go, Moose, ne? Ich darf die nicht aus der Zwiebel holen, ne? Nee. Okay, ich muss mit dem arbeiten, was ich hier bekomme. Stell bei der Ecke verstecken, ihr frechen Lübbel. Ach ja, ich habe ja diesmal auch die Erkundungsdrohne im Gegensatz zu damals. Okay. Es fehlt nur noch ein Pikmin, dann haben wir 100. Da das hier das gleiche Gebiet ist wie im Tutorial, habe ich jetzt bis hier wahrscheinlich rausgeschnitten. Weil, ja, es ist halt 1 zu 1 genau das, was wir halt am Anfang des Spiels hatten. Wir haben alle Pigments, jetzt fehlen nur noch die Schiffsteile. Ich habe mich übrigens aus dem Bild gepackt, mal vorübergehend. Weil irgendwas passiert gleich bestimmt. Weil wir erfahren ja, wie Olima zum Laubling wurde. Ja, die kann ich fertig machen. Angriff. Das ist ein Schiffsteil. Das Interstellarradio. Wir haben es gefunden. Damit kann ich endlich einen Notruf absetzen. Wo kommt diese Kreatur denn her? Ob sie der Grund ist, warum die Pikmin und die Zwiebel sich so seltsam verhalten? Ja, aber lass erstmal das hier abtransportieren. Ach, können sie gar nicht, weil ich die Zwiebel erstmal runterbringen muss. Okay. Ja, das Vieh ist ja schnell down, ne? Angriff! Genau, lass die Pikmin in Ruhe. Fiesling. Jetzt funktioniert das Teil wieder. Zum Glück, die Pikmin und die Zwiebel verhalten sich wieder ganz normal.
Jetzt können wir endlich das Interstellar-Radio transportieren. Okay, ich komme mal ins Bild zurück. Ja, transportiert den ruhig ab. Warte mal, lass mir erstmal Moos. Dann weiß ich, von wem ich gerade am wenigsten habe. Das macht Moos. Dann kriege ich ein paar rote. So kann man immer sicher gehen, weil der Hund, der macht ja immer von das, dass man Pikmin bekommt, wovon man gerade am wenigsten hat. So, dann transportiert ich hier mal auch ab. Moos weiß nicht wohin. Dann lass mal fallen. Ich verstehe schon. Ich hätte das Teil gerne hier. Ist wahrscheinlich sowieso praktischer. Weg mit dir. So, Weg frei machen. Dann kann Moos auch Gönjami machen. Angriff! Warte, schnell beeilen. Okay, das Radio ist schon mal abtransportiert. Jetzt kann ich mich mir hier einmal ordentlich umschauen. Ja gut, das kann ich später absammeln. Das ist jetzt nicht sonderlich wichtig, das Zeug. Warum bist du hier draußen? Also du hast safe einen Teil für mich. Da muss ich definitiv dran. Okay, ich habe ein paar Ziele. Ich denke mal, ich gehe mal komplett auf die gelben hier. Unser Trupp ist komplett, aber wir werden nicht viel schaffen, da weiß ich jetzt schon. Und den ruhig weg. Nehmen wir das mal mit. Angriff. Machen wir dann hier unten schon mal sauber. Dann können wir am nächsten Tag alles weitere hier absammeln. Jetzt werden oben arbeiten. Machen wir hier unten frei. Wir müssen dann am nächsten Tag hier weiterarbeiten. Wir haben hier unten zumindest schon mal die Viecher weggeräumt. Das ist ja auch was. Und wir haben das Interstellar-Radio geholt. 7 Pikmin sind leider von uns gegangen. Und haben eine Eisbombe bekommen. Danke für nix. Hier spricht Captain Olimar. Ich bin auf einem unbekannten Planeten in den Weiten des Weltraums gestrandet. Ich benötige dringend Unterstützung. Bitte schicken Sie unverzüglich Hilfe. Ich kann nur hoffen, dass dieses Signal die Rettungscrew erreicht. Ja, und dann direkt wieder zurück, ne? 6 Teile müssen wir holen.
So, allem voran graben wir jetzt hier erstmal das Loch aus. Okay, ich brauche die Wasserpigments hier oben. Schon mal vermerkt. Und da brauche ich die Feuerpigments, obwohl ich muss nur den Schalter betätigen, ne? Okay, wenn ich so, hier oben arbeiten muss. Hier oben kommt man das Ding doch, glaube ich, auch hinsenden, oder? Nee, konnte man nicht. Man konnte es da hinten hinsetzen. Aber bei Olima geht es komischerweise nicht. Okay, ich brauche die gelben Pigments eigentlich nur für das dann. Ansonsten brauche ich die danach nicht mehr, ne? So, Abtransport, Leute. Ich folge euch gleich. Das da nehme ich mir. So, ich habe es mal fair aufgeteilt. Ich habe jetzt 40 Rot und 40 Blau dabei. Ich habe mich an das Loch hier erinnert. Moose hat das eine Pigment nicht durchgelassen. Ah, das Teil hier ist noch nicht aktiv, aber runter kann man trotzdem, ne? Ja, ich brauche trotzdem Moos hier. Obwohl, warte mal. Es gibt noch eine Option B. Perfekt. Das transportieren wir die blauen ab. Gut, sonst ist hier oben weiter nichts, ne? Dann können wir ja wieder zurück. So, die gelben bleiben mal eben kurz hier. Ich denke mal, die roten brauche ich nicht, deswegen habe ich sie jetzt mal nicht mitgenommen. So, die blauen transportieren das da mal komplett ab. Wie sieht es denn auf der Seite da aus? Den einen Schalter haben wir ja gedrückt. Wir müssen die Schraube da noch absammeln. Dann müssen wir da runter und den Knopf drücken. Heißt, gehen wir erstmal darüber. Ich glaube, das ist wichtiger gerade. Wer von euch am Ende des Tages das alles abtransportiert, ist mir vollkommen egal. Überhaupt sei irre eine Arbeit. So, als nächstes müssen wir hier die Dinger alle aktivieren. So, und da ist der ekelhafte. Oh, den kann man nicht rammen. Na gut, wäre das geklärt, ne? Auf wen schießt der? Na gut. Schocker? Eisbombe. Ich habe sonst keine Verwendung dafür.
Angriff! Macht es fertig! Wir haben zwar ein paar verloren, aber das passt schon. So, hier oben ist wahrscheinlich sowieso nichts mehr, ne? Zumindest an der Stelle nicht. Ja, muss, dann ramm das mal weg. Okay, da ist wirklich nichts. Ich hatte die roten für das Vieh dabei, damit ich da einen ordentlicheren Kampf liefern kann. Und jetzt gehe ich wirklich komplett auf die gelben. Okay, jetzt ist die Frage, wo ist das letzte Teil? Wahrscheinlich da ganz hinten. Also hier so in der Richtung wahrscheinlich. Ja, da sehe ich es doch. Im Tresor ist das letzte. Und wir wissen ja, wie wir da hinkommen. Konzentriert euch nicht da drauf, konzentriert euch da drauf. Das ist wichtiger. Wenn die das jetzt durchtragen, dann sollten sie es eigentlich noch rechtzeitig schaffen. Ja, die schaffen das locker noch. Die kriegen sogar das Vieh durch. Immer auf die Rohmaterialien gepfiffen. Die sind eh nicht wichtig. Schiff komplett. Geschafft. Es ist geschafft. Die Dolphin ist vollständig repariert. Endlich. Ich kann diesen Planeten verlassen. Die Zeit ist gekommen, nach Hause zurückzukehren. Zurück nach Hokotate, zu meiner Familie. Ja, aber was ist jetzt passiert? Wodurch wurde er zum Laubling? Nee, 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 das war's nicht. Der Start war erfolgreich, doch als ich kurz davor war, die Atmosphäre des Planeten zu verlassen. Erst da bemerkte ich, dass sich Moos unbemerkt an Bord geschlichen hatte und es ging ihr schlecht. Ihr Windeseile wendete sich das Schiff und versuchte zu landen. Doch in genau dem Moment schaltete sich mein Lebenserhaltungssystem ab. Ah, um Olima zu retten, haben sie ihn da reingepackt. So ist das passiert. Na gut, die Schiffsteile haben wir alle, ne? 3 Stunden haben wir dafür gebraucht. 83 Pigments mussten ihr Leben geben. Ihr habt tapfer gekämpft, Soldaten. Ach guck mal, da ist sogar so ein Bericht, was an welchen Tagen gefunden wurde.
Na gut, das müssen wir uns aber nicht durchlesen. So bin ich also letztlich wieder zum Planeten zurückgekehrt. Dann hat sich mein Lebenserhaltungssystem abgeschaltet und als ich wieder zu mir kam, war ich ein Laubling. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie sich die ganze üble Geschichte angehört haben. Dank Ihnen habe ich mich an viel erinnert. Kurz nachdem ich zum Laubling geworden war, bin ich auf eine höchst interessant aussehende Höhle gestoßen. Sie muss hier irgendwo sein. Da. Ich frage mich, ob dies die Höhle ist, von der er gesprochen hat. Während Captain Onimo von seinen Abenteuern berichtet hat, habe ich genau hier den Eingang zu einer Höhle gefunden. Aus unerklärlichen Gründen ist er nie auf unserem Radar erschienen. Daher haben wir auch erst jetzt von seiner Existenz erfahren, was wir in dieser Höhle wohl finden werden. Das ist die Höhle, die ich die ganze Zeit haben will. Wo wir auf jeden Fall rein müssen, weil wir dort das kriegen, wonach wir gesucht haben. Mich interessiert, sind eigentlich die Schiffsteile jetzt im Schatzkatalog? Zählen die irgendwie dazu? Es interessiert mich halt einfach. Könnte ja sein, dass die dazu zählen. Ihr seht übrigens, wir haben noch ein paar Listen. Ne, die zählen nicht dazu. Hätte ja sein können. Ja gut, ne? Was es mit der Höhle auf sich hat, das erfahren wir beim nächsten Mal. Da gehen wir dann nämlich da rein. Und dort werden wir einige interessante Sachen finden. Hoffentlich. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir dann die Höhle erkunden. Ciao und bis dann.